In diesem Video werden wir unser erstes Programm schreiben und es von einem Compiler in Maschinencode übersetzen lassen. Bevor wir mit dem eigentlichen Programm starten, möchte ich ein paar allgemeine Worte zu der Programmiersprache Java verlieren und zuerst über die sogenannte Blockstruktur sprechen, denn vieles in Java wird über Blöcke gelöst. Unsere Programme werden meistens als Klassen geschrieben und auch eine Klasse ist ein Block. Und man kann sich das auch bildlich vorstellen, wie so ein Programm dann, aus welchen Elementen das Ganze besteht. Bevor die eigentliche Klasse anfängt, haben wir die Möglichkeit, andere Bibliotheken zu importieren. Wir werden sehr oft auf die Bibliothek SAS zugreifen. Dann kommt die eigentliche Klasse an sich. Innerhalb dieser Klasse deklarieren wir die Attribute der Klasse. Und dann kommen schon die Methoden. Als erstes eine sehr besondere Methode, der sogenannte Konstruktor. Mit dem Konstruktor werden Elemente unserer Klasse erstellt. Und dann haben wir die Möglichkeit, die weiteren Methoden, die unsere Klasse benötigt, zu erstellen. Das vielleicht wichtigste bei einer Programmiersprache ist die sogenannte Syntax. Dabei handelt es sich um Regeln, an die wir uns halten müssen, damit der Compiler in der Lage ist, unser Programmcode in Maschinencode zu übersetzen. Die zweite Sache, das sind gewisse Absprachen unter Informatikerinnen und Informatikern. Wie hat man Dinge zu formulieren? Wie hat man die zu benennen, damit es für die anderen leichter ist, den Quellcode zu verstehen. Natürlich ist das, was wir jetzt hier sagen werden, nicht komplett. Es handelt sich jetzt um eine kleine Auswahl, damit wir überhaupt einsteigen können. Okay, als erstes geht es um die Syntax. Wir haben schon gesagt, dass wir vieles über Blöcke lösen. Die Blöcke werden mit geschleiften Klammern begrenzt. Die linke geschleifte Klammer öffnet einen Block und die rechte geschleifte Klammer schließt diesen. Es gibt in Programmiersprachen wie in Java Schlüsselwörter. In Java gibt es Schlüsselwörter wie zum Beispiel Class, New und Void und so weiter. Mit diesen drei werden wir heute starten. Wir haben die Möglichkeit, Klassen und Objekte und Methoden selbst zu benennen. Dabei ist es wichtig, dass der Name mit einem Buchstaben beginnt. Danach dürfen auch andere Symbole kommen, wie zum Beispiel Ziffern. Es dürfen nicht alle Symbole sein, dazu aber gleich mehr. Die besondere Methode der Konstruktor heißt genauso wie die Klasse selbst. Und das ist jetzt irgendwie so ein Zwischending zwischen Syntax und Konvention. Also die Konstruktor-Methode ist die einzige Methode, die wir dann auch groß schreiben. Okay, wenn wir Namen schreiben, dürfen diese Namen, diese Wörter keine oder diese Bezeichnungen keine Leerzeichen beinhalten. Auch Rechenzeichen sind verboten, also Plus, Minus, geteilt, mal und so weiter. Darf nicht in dem Namen drin sein, damit kann der Compiler nämlich nicht umgehen. Wir haben die Möglichkeit, unseren Quellcode zu kommentieren. Es ist auch wichtig, das zu tun. Wenn man dann nach ein paar Tagen sich ein Programm anschaut, hat man selbst bei selbstgeschriebenen Programmen oft die Schwierigkeit nachzuvollziehen, was haben wir uns an dieser Stelle eigentlich gedacht. Damit der Compiler weiß, was zu dem Programmcode an sich gehört und was Kommentare sind, muss man die irgendwie markieren. Und das funktioniert hier mit so einem doppelten Backslash und ab da bis zum Ende der Zeile, das sind unsere Kommentare. So, die Anweisungen, die wir dann ausführen oder ausführen lassen, werden bei Java mit einem Semikolon beendet. Okay, zu den Konventionen. Klassennamen werden groß geschrieben, also sie fangen mit einem Großbuchstaben an. Objektnamen werden klein geschrieben. So, alle Methoden bis auf den Konstruktor werden auch klein geschrieben. Wir verwenden keine Umlaute. Es kann sein, dass es mit der Übersetzung dann funktioniert, also dass der Compiler das auch in Maschinencode übersetzen kann.
Sollten aber die Programme woanders auf der Welt verwendet werden, könnte es sein, dass die Computer dann einen anderen Zeichensatz haben und die Umlaute führen dazu, dass die Übersetzung plötzlich nicht mehr klappt. Wenn wir eine Methode schreiben, schreiben wir diese als Imperativ, wie zum Beispiel bewege dich oder ändere deine Farbe, und Objektnamen sind dann Substantive. Es bietet sich auch an, die Blöcke nicht nur mit den geschleiften Klammern zu markieren, sondern auch die Hierarchie mit Einrückungen hervorzuheben. Die Einrückungen erreichen wir durch die Tabulator-Taste. Oft möchte man bei dem Namen Begriffe verwenden, die dann doch aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sind, zum Beispiel gehe nach rechts und so weiter. Da wir keine Leerzeichen verwenden dürfen, hat es sich durchgesetzt, dass man die sogenannte Bin-Majuskel Schreibweise verwendet, oder auf Englisch Camel Case. Dort werden die Wörter ja als ein Wort geschrieben und die einzelnen Wörter dann mitten in dem Namen groß geschrieben. Also hier ein kleiner Kreis als Beispiel. Jetzt wollen wir die Theorie in Praxis umsetzen. Wir starten BlueJay und erstellen ein neues Projekt. Wir klicken auf Projekt, neues Projekt, und das Projekt soll Flaggen heißen. So, jetzt müssen wir unserem Projekt eine neue Klasse hinzufügen. Das machen wir, indem wir hier auf den Button Neue Klasse draufklicken. Jetzt öffnet sich ein Dialogfenster. Dort dürfen wir einen Klassennamen wählen. Das tun wir, indem wir jetzt hier Flagge reinschreiben. Und der Klassenname muss ja so oder so mit einem Buchstaben anfangen. Und nach der Konvention Klassennamen schreiben wir groß, deshalb groß Flagge. Hier hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Vorlagen zu wählen. Da wir sowieso eine Klasse erstellen wollen, ist die Vorgabeklasse gar nicht so schlecht an dieser Stelle. Diese Klasse wird ein paar Elemente drin haben, die wir gleich löschen werden. Aber erstellen wir diese Klasse zuerst. Okay, die Klasse Flagge ist jetzt hier als Rechteck dargestellt, zuerst mit so einem schraffierten Bereich. Das bedeutet, also schraffiert bedeutet, dass unser Quellcode noch nicht in Maschinensprache übersetzt wurde. Apropos Quellcode, man hat die Möglichkeit, sich diesen natürlich anzuschauen. Entweder mit der rechten Maustaste draufklicken und dann mit links auf Bearbeiten oder einfach einen Doppelklick hier drauf. So, das ist der Quellcode, der automatisch erstellt wurde. Es gibt Bereiche, die wir erstmal nicht brauchen, wie hier dieser Kommentar da. Bei den Attributen können wir das hier löschen und das da. Unseren Konstruktor machen wir auch leer. Das hier interessiert uns am Anfang noch nicht, und diese Methode löschen wir auch. Dann gibt es noch zwei Schlüsselwörter, die zwar später eine Rolle spielen werden, für uns aber an dieser Stelle noch nicht interessant sind. Also dieses Public dürfen wir erstmal ignorieren. Okay, wir sehen, BlueJay ist so nett, dass die Blöcke, die hier reingeschrieben wurden, auch farbig markiert sind. Wir haben jetzt hier unseren Klassenblock Flagge, der hier mit diesen geschleiften Klammern eröffnet wird und hier geschlossen wird. Und der Bereich wird auch inklusive Klassenname hier so ja, hellgrün markiert. Und der Konstruktor, der heißt, wie es sein muss, genauso wie die Klasse selbst, Flagge, Klammer auf Klammer zu. Warum diese Schreibweise bei den Methoden, auch dazu werden wir später was erfahren.
Auch dieser Methodenblock, dieser Konstruktorblock wird entsprechend mit Klammern angefangen bzw. geschlossen und in BlueJay entsprechend farbig markiert. Jetzt mache ich es ein bisschen kleiner, denn wenn ich hier auf Übersetzen klicke, sehen wir, die Übersetzung hat geklappt und dieser schraffierte Bereich ist an dieser Stelle weg. Das bedeutet, das Programm könnte problemlos übersetzt werden. Okay, ich habe schon was vorbereitet und zwar das eigentliche Programm soll dann so aussehen. Wir importieren die Bibliothek SAS, weil wir ja Dinge zeichnen wollen und die Klasse java.avt.color, um Farben verwenden zu dürfen. In der Klasse Flagge werden zuerst sogenannte Objektvariablen deklariert. Die Verweise. Ein Verweis auf ein Objekt der Klasse View und dieser Verweis heißt dann Fenster. Dann müssen es vier Rechtecke sein, namens Hintergrund, oben, Mitte, unten. Und zwei Farben, hellblau bzw. dunkelblau. Die möchte ich selber erstellen, weil sie in dieser Klasse noch nicht vordefiniert sind. Okay, dann gibt es den Konstruktor. Jetzt werden die eigentlichen Objekte erstellt und die Zuweisungen erfolgen. Fenster zeigt jetzt auf ein View-Objekt mit den Breite von 800 und Höhe von 600 Pixel und das Fenster wird mit SAS-Programm betitelt und mit dem Schlüsselwort New wird dieses Objekt erschaffen und Fenster wird dann auf dieses neues Objekt gesetzt, also da wird die Referenz gesetzt. Anweisung ist hier zu Ende, deshalb Semikolon. Das gleiche passiert mit den vier Rechtecken hier. Beiden Farben, auch hier werden neue Farben erstellt und diese drei Zahlen sind die Farbenwerte, die im Bereich von 0 bis 255 liegen. Das geht nach der additiven Farbmischung. Der erste Wert ist rot, der zweite grün und der dritte Wert ist dann blau. Das sind die RGB. Farben, also wir haben hier ziemlich viel Rot, ziemlich viel Grün und ziemlich viel Blau. Das ergibt eine hellblaue Farbe und mit gar keinem Rot, gar keinen Grün und relativ wenig Blau bekommen wir Dunkelblaues. Das Rechteck namens Hintergrund. Wir sehen hier, dass unser Hintergrund genauso groß ist wie ist das Fenster und der Name ist auch das, was es ist. Es soll als Hintergrund da sein. Den Hintergrund setzen wir auf blau und die Rechtecke oben, Mitte und unten auf schwarz, rot bzw. gelb. Diese Farben sind in der Klasse Color schon vordefiniert, deshalb muss ich sie nicht neu erstellen. Wenn wir das Programm übersetzen, und ein neues Objekt der Klasse Flagge erstellen, indem wir jetzt hier auf New Flagge draufklicken, sehen wir jetzt auch hier die Namenkonvention. Ein Objekt heißt dann hier wie die Klasse selbst und hier eine 1 darf auch verwendet werden. Das ist jetzt kein Problem, weil diese 1 nicht an der ersten Stelle steht. Wenn wir jetzt hier auf OK klicken, wird ein SAS-Fenster erstellt und wir sehen, dass wir aus diesen Rechtecken eine Deutschlandpfanne erstellt haben. Wir haben noch die Möglichkeit, unsere Methoden aufzurufen. Einmal gibt es hier die Methode es werde Tag als Imperativ. Hier wird die Farbe des Hintergrunds auf hellblau gesetzt
beziehungsweise die Methode Es werde Nacht, hier die Farbe auf dunkelblau gesetzt. Dieser Schlüsselwort Void bedeutet, dass die Methode keinen Wert zurückliefert. Methoden, die etwas zurückliefern, werden wir uns auch irgendwann später anschauen. Okay, um die Methode auszuführen, Rechtsklick auf das Objekt und es werde Nacht. Wir haben jetzt einen dunklen Hintergrund bekommen mit es werde Tag. Ist unser Hintergrund wieder hell geworden.